Ja, was haben wir denn da? Da ist jemand, mit dem man sprechen kann. Hier können wir Schlösser knacken, aber ich weiß nicht, ob die einen verpfeifen. Also die beiden sehen beschäftigt aus, aber. Na. Reden wir erstmal mit der Dame hier. Welcome, gorgeous, to the Aphrodite. May I call you Claire? Claire de Lune. I'm Lily, your maître d'. Now, what will be your warmer? Drink? Pill? Or do you like to go in cold? Übersetzung ist da sehr komisch, vor allem, dass die Eigennamen anders sind. Aber egal. Ich hätte gerne einen geschlossenen Raum mit einem Mann drin. Zeigen Sie, was Sie anzubieten haben. Welche Art von Club ist das genau? Das sollte offensichtlich sein. Sie sind auch die Besitzerin, richtig? Ich bin neugierig. Was hat Sie in diese Branche verschlagen? Your interest flatters me, Mademoiselle de Lune. My story is simple. This is my world, as it has always been. Only now, it is also my empire. Welche Art von Club ist das genau? Frage ich jetzt einfach trotzdem mal. Vielleicht öffnen Sie mir die Lokation. Oh, darling. Take a look around. Is it really so mystifying? The Aphrodite is where pleasure turns and needs uncurl. You may order a drink, relax and enjoy the show. When your inner calls, come to me for a private room with one of our celestials. Zeigen Sie mir, was Sie anzubieten haben. Überteuerte Getränke. Eine teuer aussehende Flasche. Himmel. Jupp. Sehr, sehr teuer. Ansonsten nur Kram. Hier nix. Da nur ein bisschen was an Drogen. Und Waffen natürlich keine. Ja, schade. Keine Quest hier. Hier wird sie es bestimmt sehen. Ich probiere mal hier Schlösser zu knacken. Guck mich mal in den Hinterzimmer ein wenig um. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich warten, bis die Kamera sich beruhigt. Mal gucken, ob sie was dazu sagt. Welcome back, Mademoiselle de Lune. Nee. What would be your pleasure ich glaube, ich nehme mal einen Raum. Aber nur, um von da aus dann hacken zu können. Mal gucken, ob das klappt. When a woman knows what she wants, she gets it. Tushin. He knows how to please. All the right augmentations in all the right places, if you know what I mean. Or perhaps Shen? The newcomer to our family. A pure flesh and blood. Ich habe jetzt vergessen, dass das Ganze auch Geld kosten wird. Haben wir überhaupt noch Geld? Okay, der hört sich teurer an. Nee, ich tosche. 200 Credits. That will be 200 Credits. Wise. Okay, mal gucken. Well meant, pretty face. Congratulations. You just chose heaven. Das ist ein bisschen von sich eingenommen. Was kannst du mir über dieses Establishment erzählen? Oh, L'Aphrodite. Well, just good things, of course. Lily's a tough love kind of gal, but she made this club. Takes down competition quicker than pantyhose. Scooped up the pros, then cut the amateurs with a... Lily ain't no ordinary lady, sugar. Ja, das klingt ganz schön ambitioniert. Was kannst du für mich tun? There ain't no can with me. Only what? Take a look. Yeah, I'm so equipped for satisfaction, you're gonna be needing some new desires. So, we starting with my vibrate on or? Stimmt, aber ja, augmentiert. Aber nein, deswegen bin ich eigentlich gar nicht hier. Ich dachte, du hättest vielleicht noch eine Quest und ich könnte von hier aus hacken. Deswegen passe ich erstmal fürs Erste. Are you afraid of pleasure, honey? Na, wir haben jetzt nicht Zugang. Also, können wir hier was machen? Nein. Wir haben jetzt 200 Bucks ausgegeben für eine Dose Cola. Sind Reinblüter die neuen Jungfrauen? Die Sexindustrie hat kürzlich eine Revolution in Sachen Partnerwahl erfahren, die Hand in Hand mit einer steigenden Anzahl an Liebenden geht, die auf der Suche nach einer ganz bestimmten Art von Sexualpartner sind.
Reinblüter, wie der neueste bevorzugte Partnertyp genannt wird, sind keine geringeren als Menschen, die über keinerlei Augmentierung verfügen. Seien es versteckte oder offensichtliche. In Zeiten, in denen Menschen ohne integrierte Musikplayer hinter dem Ohr eine echte Rarität darstellen, wird genau diese Reinheit und Authentizität von Reinblut-Enthusiasten als begehrt erachtet. Warum müssen Menschen aus solchen Sachen immer gleich... Ja, gut. Egal. Raus. Und ja, ich bin genau da, wo ich gerne sein möchte. Das heißt, ich schalte erstmal dich aus. So. Du greifst mich jetzt nicht an, richtig? Weil ich bin ja zahlender Kunde. Ich bin ganz nett und lieb und ich verschnaufe mich nur ganz kurz von dem Vibrationssetting. Oh, du bist jetzt nicht so lieb. Ich hack vor, aber noch das Ding da. Warum greift er mich jetzt an? Weil ich nach oben gegangen bin? Das könnte natürlich sein. Oh, ja, ich sollte schon blocken. Oh. Irgendwas ist hier faul. So riecht das zumindest schön. Ist ja nicht so, dass ich eingebrochen wäre. Also beim ersten Versuch, nicht jetzt mit dem anderen. Und so kriegen wir unser Geld zurück. Was haben wir hier? Oh, gleich hacken. Okay, ich sollte, glaube ich, lieber neu starten, oder? Ich kann dich ja auch wegmachen. Dann ganz in Ruhe hier. Ganz in Ruhe ist gut. Au, 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 au. Und raus. 18, 99. Die Rüstung ist super echt. So, haben wir noch was zum Hacken? Die sind beide weg. Ja, das war einfach nur doof. Ne, nichts mehr zum Hacken. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Neurostimulanz. Ich hoffe, ich habe mir nichts verbaut, dadurch, dass ich jetzt hier das erste Mal reingegangen bin, ohne bezahlt zu haben. Schaut bisher Exalta-Pillen. Was das wohl sein werden? Hier oben war... Oh, hallo. Das Zimmer der Chefin, glaube ich. Da war die besagte Dreier-Kombo. Hätte ich jetzt den Skill, hätte ich das extra... Das extra Schaden verursacht. Habe ich dann auch nicht. So, und weg. Verbandskasten. Oh, das ist super. Der kostet irgendwie 180 und nochmal 140 obendrauf. Also, Prügeln lohnt sich. Rein, ne? Oh. Warum machst du piep, piep, piep? Champagner, das war das richtig teure Zeug. Ha. Hier wird irgendwas drin stehen, was ich mit den Statuen machen soll. Komisch, dass er keinen Support hat. Das schwarze Loch da. Ah, Support. Das sind die Verlangsamungsdinge. Ja, dich kann ich provisorisch auch schon weghauen, weil das wird nur für irgendwelche Schutzvorrichtungen sein. Ich denke nicht, dass man irgendwann mal auf so ein Ding trifft, das man nicht zerstören sollte. Weil es einem dann irgendwas verbaut. Euch. Ja, es war ein Schuss daneben. Es hat gut wehgetan. Jetzt nicht noch mit einem random Schuss die anderen treffen. Das muss nicht sein. So, wir sind jetzt bisher nur links rumgegangen. Ich gehe mal vorsichtig hier rechts rum. Einfach nur, um zu überprüfen, ob wir noch irgendwelche Daten rumlegen oder Erfahrungspackets oder ähnliches. Und ich hätte so oder so hier zurückgemusst wegen dem Energieknoten. Sonst würde ich wahrscheinlich nach unten nicht weiterkommen.
dir. Jetzt bin ich beim Eingang. Okay. Das heißt, von hier aus kann ich runter. Und dann runter mit dich. Oh. Runter mit dich weiter. Hier. Eins, zwei, drei. Da ging es raus. Okay. Ein Spawner wäre hier ganz übel gewesen. Das war mein erster Gedanke, als ich diesen Rotschimmer gesehen habe. So, Lüftungsschacht abdichten. Die Aphrodite von Lilly an Sanitär- und Heizungs-AG. Wann schickt hier eigentlich jemand vorbei, der den Lüftungsschacht über mein Büro abdichtet? Ich weiß nicht, welche physikalische Gesetze hier am Werk sind, aber ich kann alles hören, was sich im Nebenraum abspielt. Nicht, dass mir diese Geräusche prinzipiell missfallen würden, aber wenn ich Arbeit zu erledigen habe, beeinflusst das meine Konzentrationsfähigkeit durchaus. Im negativen Sinne, versteht sich. Das kann ich mir vorstellen. So. Auf der anderen Seite das Ganze nochmal gespiegelt. Jo. Symmetrie ist toll. Was haben wir hier Schönes? Neuer Rekrut von Lillian Frank. Hallo lieber Frank. Ein schnelles Update über unseren neuen Wunderknaben Shen. Er gewöhnt sich langsam an Exalta, wird von Tag zu Tag fügsamer. Ich stelle sicher, dass er alle Fähigkeiten erlernt, die er benötigt. Er wird bald zum Verschiffen bereit. Oh, okay. Menschenhandel. Er wird bald zum Verschiffen bereit sein. Ich schätze, in ein paar Wochen wird es für sein Köpfchen kein Zurück mehr geben. Ich muss sagen, er ist eines der einfachsten Opfer, mit denen ich je gearbeitet habe. War vom ersten Augenzwinkern an mich verliebt, ganz zu schweigen, als ich ihn mit in mein Bett nahm. PS, ich habe nur eine Dosis des Exalter-Gegenmittels übrig. Könntest du mir Nachschub zukommen lassen? Es wäre eine Schande, wenn unser Liebling an einer Überdosis draufgehen würde und ich nichts hätte, um etwas dagegen zu unternehmen. Ich habe immer welche von Speedy besorgt, das wird der junge Mann vor der Tür sein. Aber selbst er bekommt zurzeit keine in die Finger. Er bot sogar an, mir meine abzukaufen. Dieser Bengel, ich schwöre, ich könnte in den Hals umdrehen. Das war ein Tick zu nah dran. Aber ne, die Gier, mal wieder. Was haben wir hier unten noch? Ich hätte gerne noch Infos über die Statue. Und ich habe, ja genau, ich habe ein sehr ungutes Gefühl über den letzten Liedern, der gerade nach oben geflogen ist. So, neue Gelegenheiten und Neuigkeiten. Hey Lilly, lange nicht gesehen. Ich weiß, ich sollte mich nicht melden, aber hier geht's ums Geschäft, okay? Ich habe da etwas, das dich interessieren könnte. Ich bin letzte Zeit in Taijo rumgehangen. Die Leute sind dort gerade besonders lauffreudig. Und einen richtig süßen Typen begegnet. Er ist genau dein Typ. Herzchen, Playboy-Look, sportlich, zarte Haut und er steht auf Mädels? Ah, okay. Wenn er nicht gerade ein Geletteisen in seiner Hose versteckt, ist er definitiv ein Reinblütler. Wenn du wieder in der Gegend bist, stelle ich euch einander vor. Ich bin sicher, er ist leichte Beute. Vergiss nicht meine Provision, wenn es zwischen euch beiden gut läuft. Sehr charmant. Danke für den Tipp, Süße, aber du weißt doch, wie kostbar meine Zeit ist. Wieso gehst du nicht zuerst auf Nummer sicher und überprüfst, ob er tatsächlich keine Augs in seiner Hose oder sonst irgendwo versteckt hat? Dann werde ich mich ihn genau ansehen. Und bitte evaluiere auch gleich seine Leistung, in Ordnung? Wenn alles passt, komme ich am Wochenende vorbei. PS, Charlene, falls das nur eine Ausrede ist, um mich wiederzusehen, das ist süß, aber bitte vergeude nicht meine Zeit. Nix über die Statue leider, nur über ihren neuen Liebessklaven, den wir wahrscheinlich befreien. Ist ja auch noch was? Achso, nee, das sind die zwei gewesen. Den wir wahrscheinlich befreien sollten, ne? Ich meine, der ist abhängig von den Drogen da, das ist keine besonders schöne Situation. Also mischen wir uns einfach mal ungefragt ein. Warum? Weil das Geld geben könnte und Erfahrungspunkte. So sieht besser aus. So sieht besser aus. Zack. Exalter-Pillen. Exalter-Gegenmittel. Und Kohle. Nicht besonders viel, wenn man bedenkt, wie viel Geld ich hier machen sollte. Aber na gut. So, wo ist jetzt Wunderkniebchen? Weil wir haben ja die billige Variante. Ach, hier ist er. Excuse me. Und hey! No one told me I had a come through coming. Das ist doch der von dem Poster. Also wir haben schon einen Questgegenstand gefunden. Das heißt, er wird gesucht von jemandem.
Bist du nicht der Typ auf diesem Poster? I'm famous. Oh, it's from my sister. Guess that means I'm not famous. Guess. Is Chun Tao worried about me? Tell her I'm fine. I'm here with Lily. I've got me a job. Alles klar bei dir, du wirkst etwas neben der Spur. Out there. Lily takes care of me here. There. You ever done Exalta? Cause you really should. Ich werde mal gehen. Oh, warum gehen? Ich wollte eigentlich ihm das Gegenmittel geben, ihn dann hier rausschleifen und zu seiner Schwester bringen. Das war so eigentlich der Plan. Hey, I remember you. Nee, kann ich nur nicht. Was? Ich habe Barbara nach ihrer Show in der Nachtigall getroffen. Sie ist ein Indianer. Achso, das ist der. Ich habe dafür keine direkte Quest. Nee. Als ich im Versteck der Schlitze rumgeschnüffelt habe, bin ich auf eine interessante Maschine gestoßen. Etwas namens UFM. Für Universalfertigungsmaschine. Gibt es auch in recht vielen anderen Fantasy-Romanen, die ich kenne. Also einmal Warhammer 40k und einmal MechWarrior? Ich glaube ja, das war's. Aber egal. Scheint, als müsste... Oh, und Star Wars KOTOR hat sowas auch. Scheint, als müsste ich nur Blaupausen von Hardware jedweder Art auftreiben, die Maschine damit füttern und voila, wird das Ding sie für mich herstellen. Blaupausen dieses Kalibers sind schwierig in die Hände zu bekommen. Doch bisher schien das Glück immer auf meiner Seite zu sein. In den Ruinen der Chemiefabrik bin ich auf eine Blaupause gestoßen. Diese hier ist für einen Anzug, der die Hacking-Fähigkeiten verbessert. Ist bestimmt nützlich. Ja, ist er. Was ich allerdings schade finde, ist, dass ich... Ja, wird auch nicht bei den Fehlsachen aufgeführt, dass ich hier nichts machen kann. Ich müsste also eventuell die Schwester finden. Zeig mal Questgegenstände. Exalt-Gegenmittel. Die habe ich in Lillys Büro entdeckt. Die Dinger sollen die Wirkung von Exalt aufheben und den Entzug unterstützen. Dafür müsste aber erstmal willig sein, den Entzug anzufangen. Wo ist das Poster? Hier. Melden bei Shun Tao in Taizhou. Okay, das muss ich wohl als nächstes machen. Also, müsste ich als eine von den Dingen als nächstes machen. Wenn ich da weitermachen will. Erstmal würde ich allerdings ganz gerne hier raus. Oh, hallo Großer. Wobei, weißt du was? Hast ja nicht viel. Und ihr habt ein paar Fallschläge drin. Oh. Okay, er hatte auch einen Schlag drin. Ja, das war jetzt doof. Wenn ich da rausgehe, komme ich direkt bei ihr raus. Ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist. Das hier könnte noch was anderes sein. Achso, nee, das bist du wieder. Hello again, ich habe mich mit Shen unterhalten und er weigert sich zu gehen. Lily scheint ihn in der Hand zu haben. No easier kid to be holding, Sugar. Shen's got some learning to do in this world of ours, but you keep your piggyboos out of Miss Lily's business. She's running a real happy factory here. Ja. Schwerpunkt auf Factory, huh? Na gut, dann haben wir von ihm wohl keine Hilfe zu erwarten. Wie gesagt, hier will ich nicht raus, hier ist sie direkt. Ich weiß nicht, ob sie darauf reagiert, aber müssen wir nicht provozieren. Heißt, ich gehe hier rum und verschwinde dann mal. Das heißt, wir müssen nach Taizhou, um mit der Schwester zu reden. Wir müssen mit Navarro sprechen. Nee, gar nicht. Wir mussten mit den zwei Jungs sprechen. Das sind keine Jungs, das sind alte Männer. Aber für mich sind es halt die beiden Jungs, wo wir immer wieder hinter war müssen. Niles und Holmes. Also, ja. Zu den beiden hin. Was haben wir hier? Menü. Betreten. Hey, das ist meine Wohnung.